Das Pferd geht nicht auf dem Zirkel. Ich glaube, diese Erfahrung haben alle Reiter schon mal irgendwo gemacht. Das Problem tritt meistens auf, wenn ich vom Zirkelpunkt an der langen Seite zum X-Punkt hin abwenden möchte und mir das Pferd über die äußere Schulter wegdriftet oder sich gar so fest und steif macht, dass es die lange Seite entlang läuft und ich als Reiter keine große Chance habe, das Pferd auf dem Zirkel zu halten. Während im Schritt dieses Problem so gut wie gar nie auftritt, stellt es doch im Trab oder Tölt oder im Galopp manchen Reiter vor eine fast unlösbare Aufgabe. Die häufigste Ursache für diese Widersetzlichkeit ist im Grunde immer eine gewisse Unrittigkeit des Pferdes. Das Pferd ist sehr steif, es geht in der Regel nicht gut vorwärts, die Pferde kommen nicht ins Gleichgewicht und laufen mehr und mehr auf die Vorhand. Das Pferd steht letztendlich nicht an den Hilfen. Und wenn man sich es mal richtig betrachtet und überlegt, herrscht dieses Problem ja nicht nur beim Zirkelreiten, sondern eben auch bei einfacheren Bahnfiguren. Das geht los beim Durchreiten der Ecken, wobei der Reiter das Pferd immer die Ecken abkürzen lässt oder dass man die Bahnpunkte nicht korrekt anreitet. Nur diese Probleme werden von den Reitern oft nicht so erkannt oder schlichtweg ignoriert. Ein weiterer Grund dafür, dass das Pferd nicht auf den Zirkel geht, kann daran liegen, dass es sich noch um ein extrem junges Pferd handelt, was noch gar nicht die Balance dazu hat, auf dem Zirkel zu laufen. Auch ein unausbalancierter, steifer Reiter, der nicht in der Bewegung sitzt und sein Pferd mit den Zügelhilfen zum Beispiel überfällt, kann die Ursache für eine solche Widersetzlichkeit sein. Da tritt auch oft so eine Wechselwirkung ein, wenn dass einem Reiter jetzt schon einige Dutzend Male passiert ist, dass er sein Pferd nicht auf den Zirkel abwenden konnte, dann durchreitet er die zweite Ecke der kurzen Seite schon in der Erwartung, dass das Pferd nicht auf den Zirkel geht, verkrampft sich schon und fängt am Zirkelpunkt an, heftig am Zügel zu ziehen. Und das wiederum löst im Grunde bei dem Pferd diesen Widerstand aus. Letztendlich können auch schlecht passende Gebisse oder Sättel ursächlich sein. Oder es gibt auch Fälle, das habe ich schon erlebt, dass Pferde, wenn sie auf einer Biegung gehen sollen, einfach Schmerzen haben. Wenn man so eine Vermutung hat, muss man sicherlich dann entsprechend mal einen Chiropraktiker das Pferd angucken lassen. So, in unserem weiteren Video gehen wir aber mal davon aus, dass der Grund die Unrittigkeit des Pferdes ist. Ich gymnastiziere die Pferde, die ich reite, viel im Schritt durch das Reiten von Volten. Und dabei reite ich immer viele Volten hintereinander. Ich beobachte ja immer wieder Reiter, die immer so eine Volte reiten und dann wieder eine halbe Runde ganze Bahn. Und dann kommt die nächste Volte. Aber man muss sich das immer so ein Stück weit vorstellen wie eine Dehnungsübung. Wenn wir Menschen irgendeine Dehnungsübung machen, dann machen wir die ja auch nicht einmal und dann gibt es eine Unterbrechung, sondern wir machen die 10-mal oder 15-mal direkt hintereinander weg. Und das bringt im Ergebnis dann auch wirklich eine Verbesserung. Und so ist es beim Reiten genauso. Bei der Gymnastizierung ist mir auch das Reiten von Übergängen wichtig. Also Übergänge vom Schritt zum Halt und vom Halt wieder in den Schritt. Genauso wie Übergänge vom Trab oder Tölt in den Schritt und vom Schritt wieder in den Trab oder Tölt. Die nächste Steigerung wären dann Übergänge vom Trab oder Tölt zum Halt und aus dem Halt wieder direktes Antraben oder Antölten. Die Übergänge sollte man dann auch schon mal am Zirkelpunkt am Anfang der langen Seite üben. Das ist ja der Punkt, wo es die Schwierigkeiten gibt, wenn ich dann zum X-Punkt abwenden will, wenn ich auf dem Zirkel reite. Dann sollte auch immer Schenkelweichen auf dem Trainingsplan stehen. Ich finde, das ist die Minimalanforderung für jedes Freizeitpferd, mit dem ich etwas dressurmäßig arbeiten möchte. Mit Hilfe des Schenkelweichens lassen sich die Pferde gut lösen. Und mit einem gelösten Pferd sollte es grundsätzlich kein großes Problem sein, auf einem Zirkel zu reiten. Zur Verbesserung der Rittigkeit gehört auch, dass der Reiter lernt, das Tempo seines Pferdes zu kontrollieren.
Er sollte lernen, das Pferd vorwärts an den Zügel heranzureiten, um auch andere Bahnfiguren genauer reiten zu können. Dazu gehört beispielsweise das korrekte Ausreiten der Ecken, ohne dabei ständig am äußeren Zügel ziehen zu müssen. Ist die Rittigkeit unseres Pferdes jetzt deutlich verbessert, können wir uns auch wieder an das Reiten des Zirkels herantrauen. Wichtig ist mir immer, einen Grundsatz einzuhalten, nämlich dem, dass die Linie, auf der ich reiten möchte, immer vor der Gangart geht. Möchte ich also auf den Zirkel reiten und merke, dass mein Pferd ab dem Zirkelpunkt mir wieder über die äußere Schulter wegdriftet oder sich gar fest und steif macht, dann muss ich sofort mein Pferd zum Schritt zurücknehmen, im allerschlechtesten Fall vielleicht sogar anhalten. Nur so bekomme ich es hin, dass ich auch mit dem äußeren verwahrenden Zügel und Schenkel auf das Pferd einwirken kann. Reite ich im Trab oder im Tölt einfach weiter und ziehe mein Pferd nur am inneren Zügel zum X-Punkt rüber, werde ich mein Pferd nicht unter Kontrolle halten können und es wird mir eben zur Seite wegdriften. Um da auch so ein gewisses Gefühl und Gespür für zu bekommen und eine gewisse Routine, wie ich mit dem äußeren Zügel und äußeren Schenkel an mein Pferd rankomme, kann ich eben auch am Zirkelpunkt mal durchparieren zum Schritt, kann mein Pferd dann mit dem äußeren Schenkel in Form von Schenkelweichen etwas in den Zirkel reindrücken und dann wieder antölten. Ja, und mehr merke ich und lerne ich, wie ich mit den äußeren verwahrenden Hilfen mein Pferd auf der Linie halten kann. So, ich hoffe, dieses Video hat ein bisschen Spaß gemacht und dem einen oder anderen konnte ich ein paar hilfreiche Tipps geben, wie er in Zukunft sein Pferd besser auf der Zirkellinie halten kann. Danke fürs Zugucken und tschüss, bis zum nächsten Mal.